Hallihallöchen, Jungs und Mädels, hier ist wieder Jochosein. Willkommen zurück zu einer neuen Runde von Guild Wars 2. Ja, es ist ja wieder ein bisschen her, als wir hier zuletzt mal in Tyria umhergesprungen sind. Und es gab zwischenzeitlich noch das riesengroße Feature-Release-Update im September. Und da gibt es eine Reihe von neuen Änderungen. Ich gehe mal hier runter, hier ist es mir ein bisschen zu hoch. Ich habe nämlich ein bisschen Höhenangst hier. So, auf jeden Fall gibt es zahlreiche Änderungen. Und zwar zum Beispiel gibt es weitere Punkte, die jetzt hier in das Ausrüstungs- oder das Heldenmenü zu finden sind. Wie zum Beispiel hier die Todesstöße und die Miniaturen und so weiter. Hier kann man sich alles schön anschauen. Ja, das ist eine tolle Sache. Ich werde es, wie man sieht, verfolge ich es eher nicht. weil ich ja auch kaum PvP oder WVW spiele. Das wird alles noch kommen. Wenn ich dazu mal Lust habe, werde ich dafür auch auf jeden Fall ein paar Videos planen. Ansonsten gibt es noch den neuen Handelsposten, der jetzt noch etwas besser geworden ist. Also von der Performance her auf jeden Fall. Und von der Übersichtlichkeit. Wo ist denn hier der Typ? Da. Ich habe ein paar Sachen verkauft nämlich. Dann kann man gleich das neue Design zeigen. Das sieht nämlich jetzt so aus. Ich kann jetzt hier noch auf alles nebenklicken. Und bekomme dann hier meine 83 Silber dazu gerechnet. Ich kann direkt hier mehr Gold kaufen und ich kann hier Gegenstände kaufen, verkaufen und so weiter. Das ist alles etwas einfacher geworden. Und ja, das muss ich mir dann nochmal anschauen, denn das ist jetzt das erste Mal Login, seitdem ich hier das letzte Mal mich eingeloggt hatte. Hat sich ein bisschen was verändert. Was ganz wichtig oder ganz ja, enorm auffällt, ist hier oben, dass es jetzt eine Art Kompass gibt für Missionen oder für Events oder für alles mögliche, was man machen kann. Also das System schlägt quasi dynamisch vor, was jetzt der nächste logische Schritt unserer, also nicht unbedingt logisch, aber der nächste sinnvollste Schritt unserer Story wäre. Und hier in dem Fall wäre das jetzt eben die Flut aus Stahl anzugehen. Und ich kann mal gucken hier ins Inventar, was wir alles hier drin haben. Das war ja noch der ganze Kram von der, genau hier unten haben wir die Sachen von der Living Story. Das ist übrigens alles, was wir brauchen, um einen Rückengegenstand herzustellen, der jetzt auch verfügbar ist. So habe ich es zumindest mitbekommen. Und ich würde einfach mal sagen, dass wir uns erstmal, ich gucke mal gerade mich hier noch auf der Seite an, es gibt noch viel mehr Zeug. Eine neue Spielerfahrung für Einsteiger, es gibt Handwerkerrucksäcke, neue Gegenstände, es gibt weitere Verbesserungen am Mega-Server-System. Es gibt das WVW-Herbst-Turnier. Es gibt große Veränderungen für das Kommandeurs-System. Genau, das habe ich noch gar nicht angesprochen. Und so weiter und so fort. PvP-Grafik und Belohnungen. Und es gibt neue Sammler-Erfolge. Habe ich schon ein paar gesehen. Weil ich habe natürlich Sachen im Inventar gehabt. Die wurden dann nachträglich dann entsprechend zugerechnet. Wo habe ich es denn hier unter Erfolge und dann Sammlungen. Genau, hier gibt es dann die einfachen Sammlungen. Da zum Beispiel, das sind dann, geht los von irgendwelchen Handwerksgegenständen oder von Rüstungsskins. Es geht weiter mit irgendwelchen seltenen Sachen und so weiter. Genau, die Rüstungsskins der Waffen. Dann gibt es hier noch die seltenen Sammlungen und die Schwarzlöwensammlungen. Man sieht, da ist noch nicht sehr viel drin. Und ja, es gibt noch weitere Sachen, dazu gekommen sind, aber die ich jetzt gar nicht alle im Detail vor Augen habe. Ist ja eigentlich auch egal. Wir, würde ich sagen, schlagen jetzt mal den Weg Richtung Kastell Schattenlieb ein. Und dazu müssen wir, ich glaube, wie war das denn nochmal? Genau, darüber, über die Wegmarke Hinterbezirk, können wir nämlich direkt zum Vor der Dreifaltigkeit reisen. Das haben sie ja auch erst seit einiger Zeit drin. Dem Löwenstein zerstört ist, gibt es hier quasi direkt einen Porter darunter. Das ist das Ding hier. Also beziehungsweise hier kommen wir dann zu Lornas Pass und von da aus können wir dann weiterreisen. War doch so, oder? Ich bin jetzt nicht mehr ganz so im Bilde. Ich meine, dass man jetzt hier weiterreisen konnte zum Vor der Dreifaltigkeit. Jetzt sind wir hier an dieser Stelle, genau. Und können jetzt quasi hier hochreisen. War doch so, oder? Oder erzähle ich jetzt gerade irgendwelchen Bockmist? Ich meine, dass wir jetzt hier an der Stelle, genau, hier gibt es den Portalzutritt. Was habt ihr für mich?
Und da kommen wir jetzt ins Vor der Dreifaltigkeit. Genau, habe ich doch keinen Mist erzählt. Das war nämlich so lange, lange Zeit irgendwie eine Weg, also die Wegbeschreibung hat immer so gelauten oder gelautet, dass man da runterlaufen oder gar sich porten musste und es gab irgendwie keinen wirklich direkten Weg jetzt hierher. Dementsprechend war das alles ein bisschen, ja, ein bisschen nicht optimiert oder war unglücklich umgesetzt. Ja, und das haben sie zum Glück jetzt auch gerade gezogen, was ich sehr schön finde. So, und wir haben natürlich jetzt hier auch weitere, man sieht's, die ganzen WVW-Geschichten werden jetzt, oder PvP generell, werden jetzt hier golden dargestellt. Und die storyrelevanten Geschichten oder halt lebendige Geschichte-Teile, die werden in grün dargestellt. Und so kann man hier, man sieht auch, der Kompass ist auch dynamisch, der wandert quasi mit in Blickrichtung, dass man auch wirklich da hinkommt, wo man hin muss. Was habe ich denn hier im Kompass festgesetzt? Wo ist mein Kompass? Ach, da ganz hinten. War ich da schon? Ich weiß es nicht. Lass es mal drin. Ich habe es aus gutem Grund da drin mal festgesetzt. Da gibt es bestimmt irgendwas, was ich noch mitnehmen wollte oder sowas. Wir haben ja auch noch hier jede Menge Zephriten-Dietriche. Wir müssen noch jede Menge Truhen öffnen und so weiter. Dass wir da auch die wertvollen Reichtümer rausholen, rausziehen und dann eben für unsere Zwecke einsetzen können. So, wo müssen wir denn eigentlich hin? Wir müssen ins nächste Gebiet. Wir müssen wohl dahin, ha? Die Flut aus Stahl. Gut. Da ist schon die Insel und wir sind ziemlich alleine hier. Niemand in Sicht. Bisschen unheimlich. Unter uns ist ein Veteran, auferstandener Alkolyt, der Duena. Das könnten wir probieren. So, komm mal hier hoch. Na? Ah, eben hat er angebissen. Müsste eigentlich gehen. Ich bin außer Gefecht. Die werden ja von Mann zu Mann. Oh, ich bin immobilisiert. Autsch. Das geht aber so nett hier. Boah, ich bin als immobilisiert. Das geht aber nett. Das haben wir so nicht besprochen. Boah. Alter Vater, was ist denn hier los? Das wird euch zum Schweigen. Na komm schon, das schaffst du doch. Boah, wie krass, ey. Das ist nicht mal ein Gruppenevent. Alter Vater. Da habe ich aber auch was lernen dürfen jetzt. Na gut, wir reisen direkt mal weiter. Hat ja keinen Zweck. Ich bin ein bisschen überrascht, dass ich doch so schwach bin hier. Okay, hier gibt es ein paar Spieler. So, sag ich doch, wir müssen doch ins nächste Gebiet, in Malchos Sprung. Dem letzten Gebiet hier in dieser Welt. Ich bin aber gespannt, ob weitere Gebiete noch dazukommen werden. Aber gucken, die Ausrüstung. Na gut, die Rüstung ist ein bisschen beschädigt. Der Wasseratmer ist auch beschädigt. Nicht so schön. So, aber wir können zumindest hier unsere täglichen Aufgaben auch noch machen, die wir hier auch gesehen noch. Gucken, ob es da dazu gehört, dass wir hier jetzt Spieler wiederbeleben oder NPC. Ja, wusste ich doch. So, wir gucken uns mal ganz kurz die Erfolge hier an. Wir können
ja, Zustände zerschmettern. Das haben wir eben versucht, aber hat nicht funktioniert. Wir können ja, tägliches Rettungsmännchen spielen. Wir können aufsteigen, eine Stufe aufsteigen. Wir können unsere Story-Verlies-Koryphäe, ach, eine Story-Verlies-Geschichte können wir auch mal machen, vielleicht. Tägliche Events können wir abschließen, dann tägliche Tötungen allgemein. Ich habe keinen getötet, ist ja lustig. Täglicher Sammler und wiederverwerten können wir auch noch en masse. Sollte also auf jeden Fall klappen, dass wir unsere Erfolge auch hier in dieser Folge kriegen. Hier ist ein Huhn, das Huhn nervt, das Huhn stirbt. So. Hier sind einige Spieler. Hier gibt es Gildenbanner fürs Sammeln. Das ist ja cool. Zack. Jetzt haben wir hier einen kleinen Erfolg mit dabei. Erhöht die Chance beim Bergbau, Holzfällen oder Ernten seltene Materialien zu finden um 10%. Na, immerhin. Habe ich denn... Ja, natürlich. Bin ja bestens ausgerüstet. Perfekt. Hatte ich ganz vergessen, dass ich jetzt hier noch die Sachen drin hatte. Ach ja, ich fühle mich so stark wieder. Das war ja eben nicht normal gewesen. Das war ja heftigst. Allerheftigst. So, wir müssen da runter. Wir halten uns mal hier weiter... westlich. Da ist auch irgendwo eine Wegmarke. Oh. Eine Forscherin ist hier auch noch zugegen. So, da hinten ist doch was. Oh, das sind jede Menge Zypressenschüsslinge. Die holen wir uns alle. Wie weit hier der Bonus reicht. Ob man so viel weiteres kriegt. Beachtliche Belohnung. Das ist alles eine Mithril. Ah, eine Leuchtpilzgruppe, wie schön. Die war da mit drin. Und noch eine. Okay. Na, das wirkt ja schon mal. Das sind Mithril-Ärzte, nehmen wir auch mit. Da oben. Auch Mithril-Erz. Okay. Und da hinten ist eine Geisterpaprika. So, ich sehe die gerade nicht. Wo ist die denn? Ach, da oben ist es. Okay. So, und so schnell geht's. Der erste Erfolg innerhalb von 13 Minuten. So, und da ist noch eine Paprika. Nehmen wir gerne mit. Njam, njam. So, Evil Chicken ist auch tot, alles klar. Ich blute. Aber jetzt nicht mehr. So, mal gucken, was ist denn da drüben? Da ist nochmal Mithril-Erz. Das sammeln wir natürlich auch auf. Selbstverständlich, wenn wir denn hier hochkommen würden. Wir kommen da nicht hoch, das ist aber doof. Wir kommen auch sonst da nicht hoch. Wir können nur außen rum gehen. Ich hätte gerne so einen Enterhaken oder sowas. So eine Klettermaschinerie. Ich will mithelfen. Nein. Ach, Mist. Das ist ein bisschen ätzend. Jawohl. Synchrones Abbauen. Wie cool. So, da hinten fliegt ein Drache. Ganz weit in den Nebeln da oben.
Das weiß ich gar nicht. Okay, wir können da rüber. So wie es aussieht. Das sind Spinnen. Jede Menge. So, nimm das. Die Achtbahn liegen ungeheuer. Aha, die Wegmarke Tal der Lys. Oh. Ah, die scheint wohl... War das schon immer so? Mit dem Geräusch auch? Hört sich ein bisschen eigenartig an. Hier ist ein Veteranabscheulichkeits auferstandener Fettsack, wie auch immer. Komm her. Veteranen müssen ja eigentlich gehen. Ja, das geht gut. Na, komm schon. Ich habe Leben erschaffen. Boah. Okay, hui, das war knapp. Bitte Verstärkung. Das war verdammt knapp. Huiuiui. So, aber da oben ist auf jeden Fall diese Fähigkeits- oder Fähigkeitsherausforderung. Im Schatten dieser Statue schlägt das Herz schneller. Ihre Macht geht von den Augen aus, die vor Leidenschaft sprühen und dazu aufrufen, sich nie zufrieden zu geben und nach immer und noch mehr Stärke und Tapferkeit zu streben. Tja, das nehmen wir in uns auf. Haben hier eine Fertigkeitspunkte, einen Fertigkeitspunkt mehr im Säckel. So, wir halten uns weiter hier in westliche Richtung. Autsch, ich wusste es. So, alles kein Problem mehr. Was haben wir hier drin? Oh, ein oranischer Trüffel. Yam, yam, yam. Zack. Haben sogar zwei bekommen. Wie schön. So, da oben ist doch jemand irgendwie. Wie kommen wir denn da hin? Können wir hier irgendwie versuchen... Da kommen wir, glaube ich, so nicht rein. Oh, Omnom-Bären. Omnom-Nom-Nom-Nom. Da oben, da ist doch etwas. Ah, Holz. Ja, komm. Laber nicht. Geh fort. Wie kommen wir denn da hoch, bitte? Ah, hier bestimmt. Okay. Hier hoch. Und dann da weiter. Was sehe ich denn da? Ein verzauberter orianischer Bogen. Und dahinter liegt jemand.